So, herzlich willkommen heute im Podcast. Ich freue mich riesig, dass er da ist. Mikis Fontenier, 36 Jahre alt, hat 2007 mit Videos angefangen, hat sich jetzt spezialisiert auf Musikvideos, hat 2010 ein Echo gewonnen für das beste Musikvideo, hat 2016 seine eigene Firma gegründet und hat schon mit richtig großen Größen zusammengearbeitet. Ich habe irgendwann aufgehört, das aufzuschreiben, weil es einfach zu viele wurden. Darunter waren Sido, K1 und die ganzen Konsorten, Xavier Naidoo, die man so kennt. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich schreibe es jetzt nicht mehr auf, weil das sind einfach zu viele. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Herzlich willkommen. Wenn dich jemand auf der Straße trifft und sagt, was machst du eigentlich vom Beruf? Was würdest du dem sagen? Ich bin Regisseur. Weil das bin ich, schon eher wirklich tatsächlich. Weil ich habe einen Kameramann, den ich dazu buche. Ich buche Lichtmenschen dazu. Ich bin am Ende wirklich nur der Director, der halt auch cuttet. Also das ist der einzigste Unterschied zu einem eigentlichen Director. Ich cutte schon auch. Aber ansonsten, ich will jetzt nicht dahin gehen und sagen, ich bin Kameramann, so, weil das bin ich eher nicht. Ja, sehr cool. Das heißt, du planst aus den Dingen, schreibst wahrscheinlich auch das Script zusammen mit dem Protagonisten und bis zum Final Video machst du quasi dann alles und holst dir die Leute dazu, wo du sagst, da brauche ich Unterstützung. Ja, genau. Und kann natürlich dann auch so agieren, immer je nachdem, was ich gerade brauche für einen Stil, so kann ich mir auch den Kameramann eben einfach dazu holen. Dass der eben dann in dem Stil arbeitet, den ich dann gerade für das Projekt brauche. So kann ich halt besser agieren, als wenn ich alles selber machen müsste, weißt du? Sehr cool. Ja, klingt auf jeden Fall professionell. Das macht echt Sinn. Du hast 2007 angefangen, hast du gesagt, wie ging das dann los? Wie kamst du aufs Thema Video? Ey, ziemlich simpel. Es gab eine Freundin von mir, die hat bei einer so einer Hip-Hop-Show mitgemacht, die in Mannheim, meinem Heimatort, produziert wurde. Mhm. Und das war aber sehr klein und fürs digitale Fernsehen und damals hat das auch noch niemand interessiert und Internet war schon da und man hat auch E-Mails verschickt, aber es war jetzt nicht so, wow, jeder hat Social Media und man kann auf YouTube Sachen hochladen und so. Und dann bin ich da mal hingegangen, weil ich einfach dachte, ey, es kann doch nicht sowas Kreatives irgendwie über Hip-Hop stattfinden in meiner Stadt und ich bin nicht dabei, so. Also bin ich da hingegangen und dann ging das ganz schnell, dass da halt immer mal ein Kameramann gefehlt hat für ein Interview oder für einen Live-Mitschnitt oder was auch immer wir da gemacht haben. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, zeig mir, wo man Rekord drückt, der Rest kriege ich schon selber gebacken. Und dann kam alles andere irgendwie so peu à peu mit der Leidenschaft, die man dann so entwickelt, ne? Ja, sehr cool. Jetzt habe ich am Anfang vorher gesagt, du hast jetzt schon mit richtigen Größen vor der Linse gehabt und hast ein Echo gewonnen. Da würde ich gerne mal so drauf eingehen, wie das dazu kam. Also das wäre quasi die Schere vom Anfänger zum Professionellen. Wie kommt man jetzt, sagt, okay, ich kann zwar ein paar Videos machen, da gehört aber einiges zu, dann 2010 dann irgendwann, also das ist ja nur 3 Jahre später, den Echo zu gewinnen. Dann hast du ja eigentlich 3 Jahre nur Vollgas gegeben, könnte ich mir vorstellen. Ja, ja, und danach habe ich noch weiter Vollgas gegeben. Ja, das ist eigentlich das Einzigste, was ich dir sagen kann. Ich habe einfach die Hände in die Hand genommen und habe alles angenommen, was ich annehmen konnte, zeitlich und worauf ich irgendwie Bock hatte. Und da das eine Zeit war, in der Musikvideos zu einem bezahlbaren Budget echt gebraucht worden sind, so, mhm, gerade im Rap, weil du bist so tot, wenn du kein Musikvideo hast, so, hatte ich da sehr, sehr viel Arbeit. Und zwar erstmal für einen schmalen Taler, da wurde der Taler ein bisschen mehr und ein bisschen mehr und ein bisschen mehr. Und über einen Videodreh von dem Rapper habe ich dann den nächsten Rapper kennengelernt und so weiter und so fort. Und so bin ich dann halt auch relativ schnell an die großen Rapper gekommen, die halt auch Echos gewinnen. So. Und so konnten wir das relativ schnell professionalisieren. Obwohl es zu dem damaligen Zeitpunkt, hättest du mich gefragt, ich hätte niemals gesagt, dass das professionell ist, was wir da tun. Geil, sehr ehrlich, ja.
Aber es war zumindest unterschrieben mit einem Echo so. Und das hat mir natürlich auch viele Türen geöffnet, ja, weil das ist ja wie so ein Meisterbrief quasi, den man dann so bekommt. Und habe ich dann auch schnell gemerkt, dass ich nicht jedes Talent, was nötig ist für ein Musikvideo, unbedingt selbst brauche, sondern dass Filme machen halt auch eine Teamaufgabe ist. So. Dass man zwar heute das immer weniger sieht, dass die Leute sind alleine unterwegs, die sind so One-Man-Army und haben noch die Drohne im Rucksack und das Gimbal über die Schulter und drehen alles, leuchten alles aus. Das ist auch geil, weil man kann so seine komplette Kunst ausleben, aber es ist nun mal so, dass es in jedem Fach von dieser Filmbranche extrem talentierte Leute gibt. Und auf die zu verzichten, einfach nur aus egoistischen Gründen, das ist, glaube ich, verkehrt. Weil zu geileren Ergebnissen am Ende kommt man dann halt wirklich, wenn man sich die Leute zusammenholt so und ein geiles Team zusammenstellt. Ja, das glaube ich. Das klingt sehr, macht auch sinnvoll. Viele haben, glaube ich, Angst. Was du ja gemacht hast, ist ja skalieren, wo du dann irgendwann gesagt hast, okay, zum gewissen Punkt, das kann ich. Ich möchte das Ganze größer machen, möchte mich zurückziehen, möchte das als Regisseur, als Director von hinten betrachten, um das Ganze dann später auch besser zu formen. Finde ich eigentlich genau den richtigen Ansatz, anstatt die ganze Zeit immer alles alleine zu machen. Aber jetzt nochmal, wie kommt man denn, also du bist von dem einen Rapper zum anderen gekommen, aber wie kommt man denn daran, dass man da jetzt ein Echo gewinnt? Also was machen denn deine Videos so besonders, dass der Echo sagt, das gewinnt? Also ist es natürlich, wenn ich keine guten Produkte abliefern würde, dann würde nämlich auch nicht weiterempfehlen und ich würde auch nicht zum nächsten Rapper kommen und zum nächsten. Sondern es geht natürlich nur, wenn man irgendwie auf allen Feldern, die man so braucht, auch gute Arbeit ableistet, so abliefert. Aber den Echo gewinnt man nicht, weil man ein gutes Video hört, man. Den gewinnt man einfach so. Sind halt die Major-Labels und die Major-Labels, die schließen sich zusammen und die vergeben dann auch diesen Echo. Also Sony, Warner, EMI, was es nicht alles gibt, ja, Universal. Die packen dann all ihr Geld zusammen und dann werden Echos verteilt. Natürlich an die Künstler, die in dem Jahr auch am meisten verdient haben, weil das ist natürlich, der Echo war schon immer ein monetärer Preis. So. Und gerade diese Musikvideokategorie in diesem Jahr, wo ich gewonnen habe, die war eine Zuschauerwahl. Und ich war dort mit einem Sido-Video nominiert und Sido hat halt einfach unglaublich viele Fans und dadurch hat er natürlich dieses Video gewonnen. Also das wäre natürlich jetzt mit jedem anderen Video wäre das wahrscheinlich auch passiert. Das ist jetzt, liegt jetzt nicht unbedingt an mir. Aber dass ich so Gas gegeben habe und so relativ schnell bei Sido gelandet bin und mit dem auch Videos realisieren konnte und die dann auch so schön waren, dass sie eben veröffentlicht wurden und irgendwie eine Masse gefunden haben da draußen, das ist natürlich dann auch schon meine Arbeit. Aber den Echo an sich, den hätte jeder gewinnen können in dem Moment. Okay, ja, sehr cool. Und stehst du noch in Kontakt mit Sido? Hast du mit den ganzen Leuten noch Kontakt? Ja, mit den meisten auf jeden Fall. Ja. Die meisten sind immer noch Stammkunden bei mir. Ja, sehr cool. Würdest du denn jetzt auch behaupten, ganz frech, dass du Sido quasi nach vorne gebracht hast? Weil 2010 war das ja, glaube ich, da, wo er angefangen hat, noch mit Maske und allem, oder? Nee. Das war schon die Zeit, wo der Maske ab hatte. Und auch gerade in diesem Song hat er erzählt, dass er aus Ost-Berlin kommt. Wie heißt denn das Lied? Hey Du, heißt das. In so einer U-Bahn ist das. Ah, gedreht. Das ist voll schön. Das habe ich auch gesehen. Ja. Das ist voll schön, ja. Und ich würde auf gar keinen Fall sagen, dass ich ihm da irgendwie weitergeholfen habe. So. Ich glaube, ich habe ihm einfach nur ein bisschen, wie wir sagen, Kopffix erspart. In dem halt er mit so einem Straßenjungen, der selber aus dem Rap kommt, ein Musikvideo drehen konnte und musste sich nicht mit irgendeinem hochhertrabenden Herrn Regisseur abgeben. Ich glaube, das war das Einzige, was ihm da ein bisschen weitergeholfen hat. Weil ihr quasi auf einer Wellenlänge gefunkt habt, weil die Kommunikation einfach besser war, ja. Ja, sehr cool. Das Video habe ich auch gesehen und es hat mich sehr berührt damals. Also das war, glaube ich, auch so der Wechsel von seinem alten Image zum neuen Image, oder? Also ja, ich meine, Hey Du war genau das Erste, wo ich gesagt habe, okay, ohne Maske und das war total authentisch, das Video. Das war sehr, sehr geil. Ja, also ich werde das auf jeden Fall nochmal mit verlinken in dem Video, weil das ist, wer das noch nicht gesehen hat, das Video, das ist wirklich sehr bewegend. Das zeigt mal eine ganz andere Sache. Früher war ja, wo Sido angefangen hat, haben die sich, glaube ich, immer gebettelt mit Bushido. Das war immer hin und her und das war dann irgendwann langweilig und dann haben sie dann beide, war das dann authentischer, ja. Ja, sehr cool. Und jetzt dann, wenn ich jetzt Sido fragen würde, was wäre dann so dein Alleinstellungsmerkmal bei den Musikvideos? Was würde der sagen?
Ja, ich glaube, dass das schon die Empathie ist so. Also ich kann mich sehr hereinversetzen in jemanden und ich kann mich auch sehr reinversetzen in jemanden, der das sieht und liebt. Also der das Lied, zu dem ich ein Musikvideo mache, liebt einfach aus ganzem Herzen. Dafür muss ich selber nicht mal so sehr lieben. Ich kann mich wirklich in jemanden reinversetzen, als wäre es so etwas extrem Wichtiges in seinem Leben. Weil es für mich auch viele Musikstücke gibt, die für mich so sind einfach. Und das schlägt sich nieder in den Bildern, die ich auswähle und in dem Schnitt, den ich mache. Das ist, glaube ich, das, was man, was dann immer wiederkehrend ist. Und ich habe ja meine Marke heißt ja ein Mickes Fontanier Streifen. Und das ist es am Ende auch. Also das ist immer ein sehr schmaler Streifen, meine Videos. Die sind quasi 21:9. Okay, sehr cool. Okay. Ja, sehr cool. Das ist ja auch schon wie so ein Wiedererkennungswerk dann von den Videos, dass das nicht so flat-screen ist, sondern ja, sehr cool. Hast du denn irgendwie jetzt für dich herausgefunden, wie du dich weiterbilden kannst am besten oder machst du das denn immer nur am Set oder besuchst du dann auch so Workshops, Seminare, wo du das machst? Nee, Workshop und Seminare jetzt nicht wirklich, aber ich bilde mich natürlich schon weiter mit diversen Internetseiten und YouTube-Videos tatsächlich. Ich finde zum Beispiel Studio Binder oder Studio Blinder, ich bin mir nicht ganz sicher. Die machen sehr, sehr gute Arbeit. Die wollen, glaube ich, am Ende nur irgendwelche Drehbuch-Tools verkaufen, aber machen auf ihrem YouTube-Kanal halt einfach sehr viel Cinematografie-Kurse oder also kleine Tutorials anhand von Hollywood-Filmen, die dann da zusammengeschnitten sind und so. Das ist sehr angenehm anzuschauen und trotzdem immer irgendwie was Neues für mich so zum Lernen. Ist das ein deutscher Kalan oder ein amerikanischer? Nee, das ist amerikanisch auf jeden Fall. Okay, na gut, dann verlinke ich den sehr gerne. Kannst mir gerne den Link dazu nachher geben, aber sonst hätte ich gesagt, dann hätte ich die Jungs mal angeschrieben zum Interview, aber mein Plan ist ja der deutschsprachige Raum und nicht, weil ein amerikanischer Raum ist, finde ich so, da gibt es so viele und auch sehr, sehr gute. Aber ja, ich finde, wir sollten das in Deutschland mehr prägen, dass die Videos. Du hast nur Angst, Englisch zu reden. Gib's doch zu. Ja, das kann ich, würde ich voll verkacken. Das gebe ich dir, also gebe ich ganz, ganz ehrlich zu. Ich verstehe, ja, aber selber dann, weißt du, dann auf Deutsch überlegen, warte mal, wie heißt das, auf Englisch übersetzen ja. Und dann stehst du da, ah, warte mal, und dann, ja, das ist das Scheiße. Das macht das Gespräch schon sehr schwierig dann. Kannst du sehr gut Englisch? Bist du da richtig bewandert? Kannst du sehr gut sprechen auch? Ey, ich gucke fast alles, was ich so entertainmentmäßig gucke, nur auf Englisch. Also okay. Jede Serie und auch so halt Ami-Fernsehen. Ich gucke auch ganz viel Ami-Fernsehen. Und ich würde schon sagen, dass ich ganz gutes Englisch spreche, aber ich würde mich jetzt auch nicht so sicher fühlen, so ein 20-Minuten-Gespräch mit jemandem zu führen, das flüssig rüberkommt. So. Ja, genau. Ja, okay. Gerade cool. Über so Fachthematiken und so, weißt du? ja, genau. Was macht denn deiner Meinung nach ein Video unvergesslich? Die Gänsehaut. Das ist natürlich ein Zusammenspiel mit Video und Song, aber manchmal schafft es das Video auch alleine. Manchmal schafft es der Song auch alleine, aber wir reden jetzt hier über Videos. Und wenn man da am Ende einfach eine Gänsehaut hat, das kann mit ganz kleinen Mitteln sein und das kann mit riesengroßen Mitteln sein, aber ich brauche eine Gänsehaut, dann ist für mich unvergesslich. Und es gibt viele Musikvideos, bei denen das so ist auch. Ja, Hey Du zum Beispiel war so eins, wo ich das gesehen habe und gesagt, das hat mich wirklich umgehauen, ja. Sehr cool. Was machst du denn in deiner Freizeit, um von diesem ganzen Stress wegzukommen? Meine Frau hat Pferde. Ich lebe hier so auf so einem Bauernhof. Das heißt, wir kümmern uns natürlich viel um die Tiere. Ich habe ein Auto, mit dem ich viel rumfahre. Es ist wirklich schon mein ganzes Leben lang schwierig, weil ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe und dadurch dann halt auch irgendwann kein Hobby mehr hatte. Ja, also es ist wirklich die ruhigen Momente, wo ich nicht irgendwas Grafisches oder was Filmisches mache, würde ich am liebsten was Grafisches und was Filmisches machen. Okay. Aber das geht natürlich auch nicht. Meine Frau denkt natürlich, ich bin wahnsinnig, wenn ich den ganzen Tag nichts anderes mache. Ja, das kommt mir so bekannt vor, ja.
Deshalb versuche ich da halt schon auch was zu finden, so, ja. Und Natur und so ist schon geil, aber also gegens Erschaffen kommt leider nicht wirklich viel an, so. Ja. Etwas zu erschaffen ist einfach das Geilste. Ja, das ist. Und wie, wenn jetzt so, hast jetzt mal eine ruhige Minute für dich, sitzt jetzt auf der Hängematte, kommen dann so die kreativen Ideen für das nächste Musikvideo oder baust du dir schon Scripts vor im Kopf oder lässt es dann einfach so, was der Künstler gerne haben möchte oder wie funktioniert das Kreative so? Ja, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also ich halte mich natürlich ständig kreativ, indem ich mir auch ganz viele Musikvideos angucke, um halt auch einfach am Zahn der Zeit zu bleiben, weil sonst geht man einfach mit der Zeit, wenn man nicht mit der Zeit geht. Genau. Und tatsächlich ist das aber eher was Visuelles. Ja, also Musikvideos haben ganz viel visuell, also man kann nicht wirklich was aufschreiben, sondern das sind Sachen, die ich sehe und mir denke, oh, daraus könnte man das und das machen. Mhm. Und dann habe ich ein fertiges Bild im Kopf von einer Totalen zum Beispiel, die ich machen will, oder einer bestimmten Kamerafahrt, bei der etwas passiert. Und das ist dann einfach da abgespeichert und wenn es irgendwo passt, dann hole ich das Puzzleteil hervor und stecke es da rein. Aber wenn ich jetzt so in der Hängematte in der Sonne liege, dann sind es schon eher andere Ideen so. Dann sind es schon eher Filmideen so. Also das ist schon auch das, wo ich wirklich hin will im Laufe der Zeit. Aber halt durch die Musikvideoerfahrung dann extrem durchgestylt. Aber die Geschichte muss halt auch stimmen. Und so liege ich halt dann manchmal da und dann denke ich über die Geschichten nach, die ich erzählen will überhaupt in einem Film. Und das heißt, es ist dann eher so für dieses Weiterkommen in meinem Leben und nicht für das, was ich jetzt brauche, weil das ist eher so einfach visuell in den Augen und nicht im Kopf so. Ja, sehr cool. Das wäre auch genau die Gerätsche zur letzten Frage. Und zwar, wo siehst du dich denn in 10 Jahren? Ja, ich hoffe, dass ich in 10 Jahren auf jeden Fall schon den ein oder anderen Film auf dem Kerbholz habe. Und nicht nur Kurzfilm, sondern auch wirklich im Kino veröffentlichten Film. Und dass die Leute mir Geld dafür geben, dass ich meine Geschichten erzähle in dem Style, in dem ich sie erzähle. Und das ist mein Traum, da will ich hin. Das ist der aber auch schon immer. Das ist der wirklich schon, seit ich angefangen habe, eine Kamera in der Hand zu haben. Sehr will cool. Ich das sehr am liebsten cool. machen. Sehr cooles Ziel, ja. Richtig cool. Cool. Also, nächste Thema Ausrüstung, Workflow. Mit welcher Ausrüstung hast du angefangen? Wow, das war damals diese Riesenkiste von Sony. Kennst du die noch? Es gibt mehrere. Welche meinst du? Die hatte vorne so ein Hebel zum Zoomen, wo man so den Ding drehen konnte. Ey, frag mich nicht, wie sie hieß. Sie hat auf jeden Fall keinerlei Tiefenunschärfe gehabt. Man konnte keine Wechselobjektive draufsetzen. Es war einfach nur eine Digitalkamera, die auf DV-Tapes aufgenommen hat. Also, war das diese erste 3CC-Version? Also das, ich weiß, es gab eine weiße, die war so nach hinten gebogen. Es war eine schwarze. Sie hatte oben so einen Klappbildschirm und war all around so echt ein übertrieben hässliches Teil. So. Die Quali, wie war die so? Furchtbar. Absolut furchtbar. Also, ich weiß nicht, es war 720p, glaube ich, also das Maximum, was man rausholen konnte. Ja, das war aber schon was. Also ich habe, glaube ich, mit 241 Bildpunkten, nee, 241.000 Bildpunkten angefangen, ja. Konnte, glaube ich, mal. Also das war auch voll grottig, das war. Ich weiß noch, dass wir damals Folgendes gemacht haben. Wir sind immer extrem weit weg von dem Künstler und haben ganz durchgezoomt. Weil dann ist so ein bisschen Tiefenunschärfe entstanden. Ja, okay. Dann hatte man aber so 150 Meter Platz, wo Leute die ganze Zeit durchgelaufen sind. Ja, wunderbar. Und da musste man immer das absperren und sowas. Ja, geil. Ja, cool. Ich weiß nur von Kollegen aus Hamburg, die haben dann versucht, was abzusperren und ein Video zu drehen und dann kam sofort die Polizei. Also mit Absperren irgendwas, so einfach ist da nicht. Habe ich auch schon gesehen, ja. Ja, cool. Was für eine Ausrüstung hast du jetzt? Ja, wie gesagt, da ich ja jetzt nur noch Kameramänner habe, habe ich eigentlich gar nichts mehr, sondern nur noch eine GH5 für selber Filmerei, wenn ich mal so meine Tiere filmen will oder meine Frau oder sowas. Und eine 5D, eine alte 5D zum Fotos machen einfach. Mhm. Weil das ist natürlich schon auch noch ein Hobby, das Fotos machen so. Mhm.
Machen viele Videoleute. Fangen auch mit Foto an und machen dann Filmerei. Von ganz vielen gehört. Was für Programme für die Postproduktion verwendest du denn? Ja, die CC von Adobe. Also Premiere und After Effects. Okay, ja, finde ich auch am coolsten. Das Abstürzerei geht mir auch ein bisschen auf den Pinsel, aber das ist ja, wird ja immer manchmal besser und manchmal schlechter. Hast du wahrscheinlich auch die Erfahrungen, oder? Ja, aber es ist tatsächlich so, dass das bei mir echt immer Plugin-abhängig ist. Wenn ich Premiere rein ohne Plugins benutze, dann läuft es sehr stabil. Aber ich warte natürlich auch immer mit dem Update, bis alle sagen, jetzt ist okay. Weil das ist sehr schlau, ja. Das hatte ich auch mal. Diese Updates sind ja nicht immer, also habe ich auch leider feststellen müssen, nicht immer eine Verbesserung, sondern meistens auch, wo es dann nach hinten losgeht oder das Programm. Ich hatte auch mal einmal nach dem Update, da hat das gar keine Lust mehr gehabt zu starten. Da ist immer gleich die Fehlermeldung gekommen. Aber ich finde auch diese Adobe-Reihe finde ich mit am coolsten, weil, also ich persönlich habe dann ja noch Photoshop mit dabei, Illustrator, alle so die richtig coolen Programme. Und deswegen finde ich das eigentlich auch ziemlich cool, ja. Hast du denn noch so eine Wunschliste, was du dir gerne noch kaufen möchtest? Oder sagst du, ich brauche nichts, ich habe da mein Programm und dann ist gut? Ja, also Equipment-technisch hatte ich natürlich alles schon mal, ne? Ich hatte ja eine richtig große Firma, wo alles an Equipment rumstand, was man sich nur vorstellen kann. Und ich hatte selber auch eine Red noch bis vor 2 Jahren und Drohne und alles, was man braucht. Aber war für mich einfach der falsche Weg. Also das Kameramann-Equipment-Business, so, das war einfach nichts für mich. Ich wollte mich lieber in dieser Director-Schiene ausleben. Und deshalb habe ich auf der Equipment-Seite natürlich überhaupt keine Wünsche. Es kommen immer mal wieder Plugins, die ich gerne haben würde und mir sie dann auch kaufen meistens. Aber ansonsten, also so rein Hardware-technisch bin ich absolut happy mit dem, was ich hier so stehen habe. Okay, das heißt, du bist mehr so, da kennst du ja wahrscheinlich auch die Seite Video Copilot, oder? Von Andrew Kramer, oder? Weil das finde ich auch sehr cool, der bringt auch sehr cool Mehrwert und der hat auch sehr coole Plugins, die ich auch habe, die finde ich auch mega geil. Also dieser Twitch und was er da alle hat, die sind super, super geil. Und können wir vorstellen, gerade für Webper-Videos ist das eigentlich genau das, was man dann haben möchte, oder? Wenn ein Bild dann auf einmal wackelt. Ja, absolut. Nur bei uns ist es dann echt mittlerweile der Fall, dass wir die Effekte dann auch schon echt lieber selber bauen, weißt du? Okay. Weil wenn ich einen Effekt benutze und ich sehe ihn in einem anderen Video, ich krieg Plugins. Ja. Ich will dann was Eigenes haben. Ja. Und trotzdem ist der Twitch sehr hilfreich und auch andere Plugins von Video Copilot sind sehr hilfreich, um dahin zu kommen, wo ich hin will, weil man sie sehr fein einstellen kann. Alle. Ja. Ich habe mal gehört, bei After Effects hat mal jemand gesagt, alles, was du träumen kannst, kannst du mit After Effects machen. Und das passt wie Arsch auf einmal, weil du musst einfach wissen, wie, aber es geht. Du kannst wirklich alles damit zaubern. Und ich meine, Andrew Kramer ist ja der Godfather auf After Effects. Der kann ja wirklich, was der da raushaut und zaubert mit irgendwelchen komischen Code-Snibbles und so, wo ich denke so, okay, what? Aber das ist wirklich, wirklich sehr geil, ja. Ja, cool. Wenn du jetzt das Skript geschrieben hast, du hast jetzt geplant und du hast es jetzt im Kasten, wie viele Tage berechnest du denn für deinen Schnitt hinterher? Normalerweise so etwa 5 Arbeitstage. Mhm. Aber in der Musikbranche muss meistens schon in 3 fertig sein. Okay, krass. Okay, krass. Also es ist, ich habe einen sehr schnellen Workflow entwickelt. Ich setze das an einem Tag synchron, dass alles, was an Performance ist, synchron sitzt. Dann gehe ich quasi jedes Bild durch, was ich gefilmt habe und suche mir alles raus, womit ich was anfangen kann. Mhm. Und dann ist es im Prinzip nur noch ein Tag alles zusammenschmeißen. Mhm. Und der dritte Tag ist einfach durchstylen, dass es dann eben halt wirklich ein durchgestyltes Musikvideo ist. Also ist das in 3 Tagen schon machbar, aber es geht natürlich auch auf Doppelschichten-Styles dann nur, ne? Also es geht nicht mit, ich mache um 18 Uhr hier Licht aus. Das ist dann, bist du halt dann die ganze Nacht am Ackern. Ja, das kenne ich. Und gerade, ich mache ja Hochzeitsvideos, gerade wenn du so im Flow bist, dann hat man ja auch keinen Bock aufzuhören. Man will ja hinterher das Ergebnis dann abfeiern. Und das ist immer, wenn du dann wieder von vorne anfängst, muss, also so geht's mir, wenn ich dann Cut machen muss, weil die Augen zufallen, dann muss ich mir das beim nächsten Mal nochmal komplett von vorne angucken, damit ich wieder drinne bin. Wird ja wahrscheinlich bei dir ähnlich sein, oder? Dass du sagst, okay, um nochmal das aufzunehmen, muss ich nochmal mir das alles nochmal, also muss ich nicht, aber gucke ich mir das halt alles nochmal an
um wieder reinzukommen. Aber der klare Kopf dann ist auch schon geil. Also das an alles erstmal liegen zu lassen und dann am nächsten Tag nochmal mit einem klaren Kopf dran zu gehen und dafür, dann hat man schon auch nochmal manchmal eine neue Ebene, die man vorher nicht hatte. So. Ja, ich finde das aber auch schwierig, weil ich bin immer so perfektionistisch. Also dann sehe ich, wenn ich mir das angucke, ah, scheiße, nochmal stopp, das muss ich nochmal ändern. Okay, nochmal gucken. Und dann, ah, nee, nochmal stopp, das muss ich nochmal. Und das ist, wo ich selber immer hängen bleibe, wo ich dann denke so, nein, okay, ich muss jetzt meine Deadline einhalten, weil sonst kriege ich nicht Ärger, aber das ist dann halt scheiße auch für das. Für das Programm. Ja, eben, aber das ist ja auch das Gute, ne? Also, das heißt ja schon immer auch, ohne Deadlines keine Abgaben, weil wir Filmemacher, wir haben natürlich auch den Fluch, dass wir an so viel Details arbeiten können, am Ton, am Bild, am Standbild, an der Farbe, an der Helligkeit, an allem einfach, dass wir uns da auch echt verlieren können, so. Und ich bin da sehr froh drum, dass die Musikbranche da auch so schnelle Deadlines hat, weil dann musst du halt einfach. Dann musst du dich entscheiden, jetzt schnell entscheiden, dieses Bild oder dieses Bild, okay, weiter geht's. Videos fertig jetzt, raus, weil es nicht anders geht, einfach so. Sehr cool, Was hast du da so von der, wenn die dich jetzt anfragen, was sagen die so, wir wollen in 2 Wochen das Video haben oder wie läuft das? Wie ist da so die Zeitspanne? 2 Wochen wäre schon nice, aber meistens sind es so 10 Tage. Wirklich? Von dem Anruf, bis das Video veröffentlicht wird, ja, ist es so. Schon der Durchschnitt sind es schon so 10 Tage. Einfach aus dem Grund, dass die sich sehr spät entscheiden meistens, was für ein Song sie nehmen für das Musikvideo. Weil das ist natürlich eine Entscheidung, die halt einfach der Zeitgeist trifft. Und den muss man spüren, ja, als in der Musikbranche. Da sitzt man in einem Label und dann hat man einen Song, den man vor 4 Wochen ultra geil fand, weil er einfach in die Zeit vor 4 Wochen in den Sound, der da eben war, gepasst hat. Mhm. Und manchmal hat man natürlich auch einfach Brecher. So, dann rufen die mich an, sagen, ja, ich habe hier einen Brecher. Können wir in 4 Wochen raushauen oder in 3 Monaten? Ist immer noch ein Brecher. Okay. Das ist natürlich am geilsten. Aber ich verstehe schon, auch wenn es meinen Beruf ätzend macht, warum das so schnell gehen muss bei der Musikbranche. Weil es einfach auch da draußen ist sehr, sehr schnell einfach. Spotify, iTunes, was es nicht alles gibt, das macht es alles zu einem sehr, sehr schnellen Markt, in dem man schnell agieren muss. So. Ja, sehr cool. Aber 10 Tage hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass das, weil ich kenne das so von der Image-Branche her, Image-Video-Branche, dann musst du halt so ein Script schreiben, die Kundenanalyse machen und dann, wenn mir da einer sagen würde, du in 10 Tagen musst da stehen, denke ich mir so, okay, in 10 Tagen macht keine professionelle Firma ein professionelles Image-Video. Aber ich kann es total nachvollziehen. Ja? Vor allem, du musst ja wirklich schnell sein und dann noch kreativ. Und das stelle ich mir auch spannend vor irgendwo, dass du dann sagst, ja okay, wenn du dann, du wirst ja wahrscheinlich auch, könnte ich mir vorstellen, irgendwann auch ein paar Projekte abgesagt haben, wo du dann gesagt hast, du, ich bin gerade voll, ich bin, hab gerade was oder das Projekt, das interessiert mich nicht, das ist scheiße, da möchte ich nicht mit in Berührung kommen. Wirst du wahrscheinlich auch mal gehabt haben, oder? Ja, na klar. Und auch sogar andersrum. Also sogar, dass ich Projekte bekommen habe, die andere abgesagt haben, weil die zu viel zu tun haben. Das sind dann die Punkte, wo man merkt, dass auch die Musikbranche immer noch nicht gesättigt ist von Filmemachern. So. Also selbst da gibt es immer noch Bedarf, weil da einfach dann ist es dann plötzlich 5 Tage vor Release und die müssen etwas raushauen und der Videotyp hat abgesagt und der andere dreht gerade Video für den und der dreht für den und der dreht für den und alle kennen sich ja auch untereinander und dann geht man einmal durchs Telefonbuch und guckt, wer von den 10, 15 Musikvideomachern, die es auch irgendwie drauf haben, so jetzt Zeit hat. Und dann merkt man, oh, eigentlich müssten das eigentlich hier so 20 oder 30 sein, die was drauf haben, die dann halt jetzt aber in der Werbung sind oder sich sonst irgendwo aufhalten. Also die Musikbranche ist immer noch am Anziehen so von Videomachern. Wie meinst du das am Anziehen? Ja, es ist ja etwas, was der Markt an sich regelt, ne? Also als ich oder du angefangen haben, da gab es nicht den Wunsch von irgendwelchen Jugendlichen Medienmacher zu werden. Das war ein langweiliger Kackberuf auf dem Schulhof. Und heute wollen die das alle werden. Okay. Also heute ist YouTuber im Prinzip ja Medienmacher ein absoluter Traumberuf so. Und auch das Musikvideo machen ist ein absoluter Traumberuf für ganz viele Jugendliche. Und
dass der Markt dann natürlich alles Equipment billiger macht und dadurch Leute, die eigentlich in einem Hochhaus wohnen und vom Filmemachen nicht mal träumen konnten, jetzt plötzlich Zugang haben und eben auch ihre Kreativität, die vielleicht durch grauen Beton und Straße und sowas geprägt ist, eben auch ins Filmemachen einbringen können. Das macht der Markt. Wenn der Markt das nicht bräuchte, dann gäbe es auch nicht all diese Produkte, die billiger sind und den Markt öffnen für ganz viele neue Leute, die da reinkommen, sondern das ist einfach der Markt, der wie ein organisches Wesen einfach arbeitet und merkt, ey, ich habe hier Bedarf, ich brauche hier, und das nicht nur in Musik, sondern ja überall. Dann kommt Instagram dazu und das, und überall brauchen alle Medien und alles, alle brauchen Bewegtbild. Das ist der Markt, wie so eine wabernder Haufen Scheiße, der die Fliegen anzieht. Ja, das ist so. Ja, es wird immer mehr. Ja, deswegen, das war ja auch der Grund, warum ich Video Do ins Leben gerufen habe. Und im Hintergrund ist es ja auch ein Portal, wo man auch Videomacher und so findet. Und das ist halt, weil die Nachfrage ist einfach, war bei mir auch immer größer, immer größer. Dann habe ich vor 2 Jahren angefangen, eine Gruppe zu gründen, wo ich dann meine Aufträge weiterleiten konnte. Und über die Anfragen, und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, ich mache das gratis, so tauschen ist okay. Und irgendwann habe ich gesagt, dann wurde es dann so viel, ich hatte dann, jetzt sind wir, glaube ich, 650 Leute roundabout in dieser Facebook-Gruppe. Und wenn ich da etwas poste, dass ich sage, ich habe eine Anfrage mit Budgetplanung, das und dann Termin, dann habe ich da teilweise 68 Kommentare, wo ich dann kopieren, einfügen, und da habe ich gesagt, so, jetzt ist fertig, jetzt habe ich keinen Bock mehr, da sitze ich einen halben Abend dran, das einzufügen da, und jetzt mache ich das richtig professionell mit einem richtigen Portal, und das funktioniert viel besser, weil dann kannst du Nachrichten schreiben, kannst dich da kostenlos eintragen, und dann haben da alle was von irgendwo, weißt du, also das ist schon sehr, super, sehr cool. Ja. Macht auf jeden Fall Spaß. Ja, sehr cool. Effizienz, Effektivität, hast du gesagt, da hast du jetzt so für dich das gefunden, was würdest du sagen, so von der Kernidee? Du hast das Material, das Footage, das sicherst du, dann sichtest du das, dann baust du das zusammen, dass es für dich passt, und dann machst du am dritten Tag quasi Color Grading und nochmal so den Feinschliff. So habe ich das richtig verstanden, oder? Ja, genau. Sehr cool. Und was hast du da so für Learnings? Was könntest du da so für Tipps geben für Newbies, die jetzt gerade anfangen, worauf man achten sollte, damit man diese Effektivität steigern kann? Also ich denke, dass das... dass die Effektivität vor allen Dingen dadurch kommt, dass ich das so ausbreite wie auf einem Tisch. Ja, also ich habe erstmal schneide ich die komplette Performance durch. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie hilfreich ist für eine andere Form von Video, aber bei Musikvideo im Speziellen. Ich schneide die Performance durch und schneide die auch schon auf Gefühl oder auf Beat, so wie ich sie halt fühle einfach. Mhm. Auch wenn davon ganz viele Bilder dann nicht mehr am Ende im Video sind. Aber ich suche sie trotzdem sehr akribisch aus, dass das selbst als Performance-Video funktionieren würde. Dann habe ich diesen Teil da liegen. Und wenn ich dann wirklich alles Material, was ich an so Atmo-Bildern, sagen wir immer, so atmosphärischen Bildern, die ich noch dazwischen klatschen will irgendwie, habe, dann suche ich wirklich von Anfang bis Ende, ich schneide den Clip so raus, dass ich ihn genau in der Länge auch verwenden kann. Also genau der perfekte Einsatz von einer Zeitlupe zum Beispiel, wenn jemand gerade ein dummes Gesicht sieht, dann natürlich erst am Ende des dummen Gesichtes bis hin zum nächsten dummen Gesicht, dass man nur diesen Teil hat, der dann wirklich gut ist. Mhm. Und davon liegen dann da 50 bis 100 Stück rum, keine Ahnung. Und das ist aber wie auf einem Tisch ausgebreitet. Und dann kann ich das da sehr schnell zusammenfügen, weil ich alles in einem Projekt liegen habe und alles gesehen habe. Jede Sekunde im Prinzip, die da ist, habe ich gesehen und weiß, was ich damit anfangen kann. Sowas wie zum Beispiel, da ist dann ich filme ein Auge und das ist sehr nah, das ist eine sehr Nahaufnahme von einem Auge, und mir begegnet beim Durchsehen des Materials einfach, oh, da ist eine Autofelge, die auch von der Front gefilmt ist. Mhm. Denke ich mir, ah, cool, da kann ich einen schönen Matchcut machen. Also ich finde dann die Matchcuts und was alles nötig ist irgendwie für so ein Musikvideo und werfe das zusammen. Sehr schwer, das irgendwie zu erzählen, wie man das macht, so, aber ist natürlich trotzdem irgendwie effektiv.
Ja, sehr cool. Dann habe ich verstanden. Macht auf jeden Fall Sinn. Okay, cool. Nächste Thema Marketing. Welche Marketingmaßnahmen findest du denn für Einsteiger am sinnvollsten? In meiner Welt den Leuten sagen, empfehl mich weiter. Mhm. Weil das jeder Like, jeder Follow, alles, was damit irgendwie mit der, in der digitalen Welt zu tun hat, das sind alles keine Kunden. Das sind alles irgendwie Fans oder halt Fans von den Musikern, die so einen Einblick hinter die Kulissen wollen oder sonst irgendwas. Aber da kommt ganz selten mal einer auf mich zu und sagt, ja hier, ich habe dich über Facebook gefunden und ich will jetzt irgendwie mit dir ein Video drehen für das und das Budget. Denn natürlich kommen so Leute, aber die haben dann halt so 200 Euro Budget. Sag ich, ja, dann dreh mit dem Einkaufswagen oder mit der Kartoffel oder so. Ja. Am Ende des Tages ist darüber wirklich sehr selten Kundschaft entstanden. Die Kundschaft ist in meinem speziellen Fall wirklich eher dort entstanden, dass mich jemand weiterempfohlen hat und ich beim nächsten gelandet bin. Ich denke, für einen Anfänger, der generell Filmemacher ist und jetzt nicht sich spezialisiert hat auf Musikvideos oder sowas, ist Instagram mit Sicherheit der beste Weg. Und also Instagram, Facebook nehme ich jetzt mal einfach zusammen und damit Sicherheit auch das eine oder andere Geld auf gute Posts zu ballern, dass die auf dein Profil kommen. Das funktioniert auf jeden Fall auch und das funktioniert auch gut. Aber ob da am Ende Aufträge bei rumkommen, da bin ich mir relativ unsicher, weil Videos ist was Teures, so für den Normalbürger. Der Normalbürger hat jetzt nicht so 2.000, 3.000 Euro, um sich irgendwie ein Video zu machen für seine Tochter oder von dem Auftritt von seinem Sohn oder sowas. Mhm. Ja, also da wird jetzt kein normaler Angestellter auf die Idee kommen, weil er bei dir ein geiles Video gesehen hat, dass er das jetzt auch haben will und sich dann auch leisten kann. So. Deshalb muss man da, glaube ich, schon auch vorher sich die richtigen Leute rauspicken, die man dann unter seinen Followern hat. So. Das ist so, ja. Ja, ich finde auch, du bist sehr ehrlich. Wie machst du das mit dem Kundengespräch? Das wäre so die nächste Frage. Du bist ja eigentlich sehr locker und bist mit den Leuten auch auf Augenhöhe. Bereitest du dich da auf vor auf so ein Gespräch, wenn du die Einzelheiten, also meistens geht es ja dann auch um Kohle und Budgetplanung. Hast du da gewisse Sachen, wo du sagst, okay, da achte ich immer drauf, dass ich das so und so vorbereite? Nee, das ist auch wieder, weißt du, da ist in meiner Welt... Da bin ich ja auch Künstler einfach, ja. Also da bin ich nicht einfach nur ein Techniker, der Technik benutzt, sondern halt auch wirklich das Musikvideo sehen die schon auch als Kunstform. Und als Künstler musst du halt auch deine Eier auf den Tisch legen, ne? Also da gibt's dann kein Gespräch, in dem man dann sagt, so ja, okay, ich lass mich jetzt runter und lass mich mal ein bisschen kleinreden auf den und den Betrag oder auf das und das Budget, sondern ich sag einfach, ey, was habt ihr? Und dann sage ich denen, das kann man dafür realisieren. Und den Gorilla und das Hochhaus und die Helikopter, die sich der Künstler wünscht, die sind leider nicht drin im Budget. Mhm. So. Und dann verstehen die das auch. Dann ist das auch in Ordnung. Und deshalb ist das in der Musikbranche, sind Kundengespräche natürlich sehr, sehr viel angenehmer. Früher, als ich noch in einer richtigen Medienagentur war, also meine eigene Medienagentur hatte, da waren die Kundengespräche schon auch manchmal sehr anstrengend und unnötig. Und hätte man auch mit einer E-Mail regeln können oder vielleicht mit zwei. Ja, und dann muss man sich da für 3 Stunden hinsetzen und Kaffee trinken. Aber ich glaube, das kennt ja jeder da draußen. Auch sonstige Leute, die in irgendwelchen Büros sitzen, wissen, wie ekelhaft irgendwelche Meetings sind, die dann da einberufen werden. Und dementsprechend muss man einfach da selbstständig mit selbst sicher mit umgehen. Also wenn ich irgendwo reingehe, bin ich mir einfach meiner Stärke sicher und meiner Kunst sicher und meinen Ergebnissen, die ich über die Jahre abgeliefert habe, sicher. Und wenn sie das nicht haben wollen, dann ist es denen ihr eigenes Pech. So, dann werdet ihr schon sehen, was ihr habt davon, wenn ihr jetzt mit irgendjemandem arbeitet, das für 3,50 Euro macht und eine GoPro an eine Stange bindet und sagt, er hat einen Kran dabei. So. Ja. Ja, sehr cool. Wie berechnest du denn deinen Preis? Also ich möchte nicht wissen, was du nimmst, aber einfach, wie du den für dich selber berechnest. Ich habe einen Tagessatz im Kopf und ich habe eine Zeitspanne im Kopf, die ich brauche, in der Gesamtheit auch von dem Projekt. Und
anhand von dem und so ein paar anderen Kleinigkeiten berechnet sich der Preis. Aber es ist natürlich schon sehr oft mit Pauschalpreisen, weil es anders einfach nicht geht. Wenn ich in der Musikbranche alles abrechnen würde, was ich dort arbeite, stundengenau oder minutengenau, dann könnte das niemand mehr bezahlen einfach. Das würde keinen Sinn ergeben. Deshalb ist das dann schon eher so eine Budgetsache. Ab wie viel Budget kann ich arbeiten? Mhm. Und das ist dann so ein fester Betrag in meinem Kopf. Mhm. Und es kann schon mal sein, dass ich jemanden habe, den ich so gern habe oder dass mir das Lied so gut gefällt oder sowas, dass ich da unter diesem Budget arbeite. Aber das ist dann einfach auch meine private Entscheidung. Also das hat dann nichts irgendwie mit meinem Geschäft zu tun, so. Ja, sehr cool. Vor allem, ich habe von anderen Kollegen gehört, die machen das auch so, okay, die sagen auch schon, der hat für einen Künstler, der war ihm auch sehr sympathisch, hat das Video umsonst gemacht und hat davon 10 Folgeaufträge von dem Management bekommen. Weil die haben mit dem Video extrem viel Geld verdient und haben dann gesagt, ey, du hast uns durch dieses Video so gepusht und jetzt machen wir die nächsten 10 Musikvideos mit Budget nur mit dir, weil du uns das halt in Vorleistung gratis gemacht hast. Das ist natürlich keine Loyalität, die man erwarten kann, so, aber ich glaube, um voranzukommen, muss man einfach ganz oft auch im Trüben fischen und einfach mal was machen und einfach mal hier probieren und da probieren, einfach was sich gut anfühlt, dann auch einfach passieren lassen und wenn von 10 Dingen, die sich gut anfühlen, auch nur eins dir geschäftlich was bringt, haben die anderen 9 sich wenigstens auch gut angefühlt, so, dann ist es auch nicht mehr so schlimm. Das stimmt, ja, sehr cool. Sehr cool, wir sind eigentlich am Ende. Jetzt zum Schluss käme noch mal so eine Schnellfragerunde. Da würde ich einfach, dass du bitte die folgenden Sätze einfach ergänzt. Bist du bereit? Okay, let's go. Also, deine 3 besten Tipps für eine erfolgreiche Videoproduktion sind? Kreativ sein, aufschreiben, was für Ideen man hat und eisern durchziehen. Wenn du deine Kamera selbst zusammenbauen könntest, welche Fähigkeiten hätte sie? Sie würde 6000 Frames die Sekunde drehen. Sie würde 4 Gramm wiegen und hätte aber die Eigenschaften von einer 60 Kilo Kamera. Dein Lieblingsbuch ist? Der kleine Prinz. Dein Lieblingszitat ist? Nicht gegen den Wind pissen. In 5 Jahren werden Videos vertikal sein. Dein Vorbild ist Quentin Tarantino. Sehr cool. Wunderbar. Wie kann man dich erreichen? Deine Webseite heißt? Meine Webseite ist mickisfontenay.com oder eben auch tysonsland.com. Das ist hier mein Bauernhof, der heißt Tysonsland, weil mein kleiner Hund Tyson, dem sein Reich ist es hier, deshalb ist es das tysonsland.com. Aber eben auch Instagram, Facebook, Twitter, wo auch immer. Sehr cool, wunderbar. Ich danke dir, Micky. Das haben wir am Ende eigentlich. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und es hat mir richtig viel Spaß gemacht. War richtig cool. Danke, dass du Zeit hattest. Wir haben das leider verschieben müssen, weil wegen wichtigen Terminen, die ich noch hatte. Es tut mir mega leid. Aber du warst so spontan und hast gesagt, ja, ist kein Ding. Machen wir das einen Tag später. Voll cool. Und es war wirklich sehr cool und hat richtig viel Spaß gemacht. Ich danke dir und wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Danke dir auch. Ich dir auch. Mach's gut. Dankeschön. Ciao.